Showing creed, pride, quality. In den ersten Maitagen des Jahres 1937 ist das größte Luftschiff aller Zeiten, die Hindenburg, unterwegs nach Amerika. An Bord sind 97 Menschen, darunter ein junger Passagier namens Werner. Es wurde gemeldet, also wir müssen noch einen kleinen Rundflug machen, bevor wir landen. Die Reise über den Atlantik wird für Familie Döhner und ihren Sohn Werner zum Albtraum. Während der Landung in Lakehurst kommt es zur Katastrophe. Die ganze Luft war plötzlich ein Feuer. A roar and a burst of flame near the big tail fins turned the ship into a flaming inferno. Kameras, der Wochenschau und Radioreporter sind live dabei. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames. This is the worst of the worst catastrophes in the world. All the humanity and all the fans are just screaming around it. Am Luftschiffhafen Lakehurst, 100 Kilometer südlich von New York, landet in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts die Hindenburg regelmäßig nach ihren Reisen über den Atlantik. Über 200 Mann werden jedes Mal benötigt, um das riesige Luftschiff aus Deutschland zu Boden zu bringen. Jede Ankunft ist ein Ereignis. Nur die Deutschen haben Zeppeline, die bis zu 72 Passagiere im Liniendienst zwischen der alten und der neuen Welt befördern können. Die Luftschifffahrt gilt als eine der größten technischen Errungenschaften der Zeit. Eine luxuriöse und zukunftsträchtige Alternative zu den Dampfschiffen. Die Maße der Zeppeliner sind gigantisch. Die Hindenburg ist fast so groß wie die Titanic und dreimal so lang wie die größten Jumbojets von heute. In wenigen Jahrzehnten sind die Giganten der Lüfter zum weltweit beachteten Phänomen geworden. Die Geschichte der Zeppeline beginnt am Bodensee, in den Werkshallen des Ferdinand Graf Zeppelin. Sein erstes Luftschiff fliegt am 2. Juli 1900 in 18 Minuten über den See. Schon 13 Jahre später besucht er mit einer seiner fliegenden Zigarren das Flugfeld Aspern bei Wien. Vor dem Ersten Weltkrieg transportieren die Luftschiffe des Grafen immerhin 34.000 Fahrgäste, unfallfrei. Essen mit Blick auf das staunende Publikum am Boden. Ein erster Schritt zur Eroberung der Lüfte. Das neue Luftfahrzeug weckt die Begehrlichkeiten der Militärs. Der Erste Weltkrieg. Die deutsche Armee ordert eine ganze Flotte von Luftschiffen. 89 Zeppeline sollen für die Aufklärung eingesetzt werden. Die Strategie: Ein Soldat wird in einem Spähkorb nach unten gelassen. Das Luftschiff steht gut getarnt in den Wolken, hoch über den feindlichen Linien. Auch als Bomber werden die Zeppeline eingesetzt und bringen Tod und Verderben nach England. Doch schon bald stellt sich heraus, dass die Luftschiffe leicht verwundbar sind. Englische Jagdmaschinen schießen die schwerfälligen deutschen Monster einfach ab. Der leicht entflammbare Wasserstoff, den die Zeppeline als Trägergas verwenden, erweist sich von Anfang an als Sicherheitsrisiko. Mehr als ein Jahrzehnt später. Graf Zeppelin ist tot, aber sein Werk lebt weiter. Ein neues Luftschiff soll seinen Namen friedlich um die Welt tragen.
Im Sommer 1931 macht die Graf Zeppelin Station in Wien. Die halbe Stadt ist auf den Beinen, um zum Flugfeld in Aspern zu gelangen. Zur Landung kommen 120.000 Menschen, darunter die gesamte Führung der Republik. Der Besuch des Zeppelin ist eines der Ereignisse des Jahres 1931 in Wien. Am Steuer des Luftschiffs ist der Leiter der Zeppelin-Werke Hugo Eckener, der Nachfolger des Grafen. Er wird vom damaligen österreichischen Bundeskanzler Karl Burisch begrüßt. Und darum lassen Sie mich mit dem herzlichen Willkommengruß, den ich Ihnen im Namen der österreichischen Regierung entbiete, auch den Dank dafür verbinden, dass Sie, Herr Doktor, das Steuer des Schiffes diesmal nach den Gauen Österreichs gelenkt haben. Wo immer ein Zeppelin landet, wird er begeistert empfangen. Deutsche Luftschiffe kennen scheinbar keine Grenzen. Die Graf Zeppelin auf Weltreise, quer über alle Kontinente. Die Luftschiffe sind das schnellste und komfortabelste Reisemittel der Zeit. Doppelt so rasch wie mit Ozeandampfern können die Passagiere in nur 2,5 Tagen den Atlantik überqueren. In 300 Metern Flughöhe und ohne Gefahr, seekrank zu werden. Den Linienflügen der Zeppeline von Europa nach Amerika wird eine große Zukunft vorausgesagt. Bald sollen Luftschiffe mitten in New York auf dem Empire State Building festmachen. Den Andockmast oben gibt es noch heute. Trotz zahlreicher Abstürze macht der Flugverkehr in Amerika große Fortschritte. Man baut Luftschiffe mit dem sicheren Helium als Trägergas, um die Ost- mit der Westküste zu verbinden. Der Absturz der Shenandoah in Ohio beendet vorerst die Pläne einer kommerziell genutzten Luftschifffahrt in den USA. Es ist eine Zeit, in der man die Risiken noch nicht genau abschätzen kann. Selbst für die Bodenmannschaft eines Luftschiffs kann es gefährlich werden, wie diese Aufnahmen aus Kalifornien zeigen. Auch in England liegen technische Visionen und tragische Rückschläge nah beieinander. Ähnlich wie die Deutschen bauen die Briten Riesenluftschiffe für ihr Empire. Die R101 wird extra 1 Meter verlängert, um die deutsche Graf Zeppelin auszustechen. Für die Passagiere gibt es einen Ankermast mit Aufzug und innen sogar einen Tanzboden. Am 4. Oktober 1930 soll die R101 den Liniendienst nach Indien eröffnen. Der britische Luftfahrtminister, Lord Thomson, lässt es sich nicht nehmen und geht persönlich mit auf die Reise. Kistenweise wird Champagner an Bord geschafft, insgesamt 1 Tonne Gepäck, um standesgemäß zu reisen. Doch es gibt Warnungen. Das neue Luftschiff R101 sei noch nicht ausreichend getestet, heißt es. Lord Thomson ist von der Maßarbeit englischer Ingenieure überzeugt. Er ignoriert die Hinweise. Später stellt sich heraus, das Schiff ist hoffnungslos überladen, auch wenn nur 54 Menschen an Bord sind.
Die Route der R101 führt über den Ärmelkanal.